Vor dem eigentlichen Video noch ein kurzes Vorwort. Bitte entschuldigt mein manchmal auftretendes Räuspern. Ich bin etwas krank, wollte aber dennoch Videos hochladen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Itch.io. In Let's Itch.io schauen wir uns zusammen Spiele an, die auf der Seite Itch.io kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Für die, die die Seite nicht kennen, auf Itch.io können Indie-Entwickler ihre Spiele kostenlos oder gegen Geld anbieten. Heute spielen wir die Demo von The Pedestrian, welches 2017 erscheinen soll. The Pedestrian ist ein 2,5D-Puzzle-Plattformer, der die 2D- und die 3D-Welt auf interessante Art und Weise miteinander verknüpft. Aber seht selbst. Und da sind wir auch schon im Spiel. Es gibt anscheinend kein Hauptmenü. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es losgeht, deswegen drücke ich einfach mal die linke Maustaste. Ah. Gut, wir sind jetzt dieser Mensch und können laufen. Und wenn wir in die Tür... Ah. Dann kommen wir hier wieder raus. Okay. Und wir können F drücken. Und dann... Ah, die Sachen hier verbinden, oder was? Ja, dann muss ich das ein bisschen näher hin tun. Und jetzt müsste ich da doch nochmal F durchlaufen können. Ah. Und jetzt? Jetzt geben wir einen Aufzug. Ah, okay. Also ist diese Welt hier in dem Kasten mit der 3D-Welt, sage ich mal, verbunden. Was können wir jetzt machen? Knopf drücken. Habe ich gemacht. Ah, ha. Okay, jetzt sind wir da. F. So, gibt's hier noch? So, spring? Nee. Wie machen wir das am dümmsten? Ich weiß es nicht. So, ich habe die Lautstärke jetzt nochmal ein bisschen runtergedreht. Und jetzt muss ich mir hier was überlegen. Kann doch. Achso, ne, jetzt. Jetzt kann ich die Sachen doch hier verschieben. Ja, warum brauche ich das Teil hier überhaupt? Ah, ha, kann ich nicht einfach so machen? Ne, aber so. So kann ich machen. Und dann das Teil hier unten hin. Das wäre doch der Wahnsinn. Oh. Drop mit S und dann. Jetzt! Ne, Freizeichen denke ich mir auch. Also, wir müssen von der Tür zu dieser. Und dann hier runterklettern und dann in die Tür. Das sollte doch machbar sein. Und zwar genau so einfach. Ah, da sehen wir sogar einen Film, wie man klettern kann. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das mit S und D passiert, ja. Richtig gedacht. Ich glaube, wir müssen immer alle Dinger benutzen. Ich kann jetzt aber natürlich für nichts garantieren. So, nehmen wir mal... Erst einmal das hier. Dass wir die Leiterverbindung haben. Und dann eine Tür. Und das, weil das wahrscheinlich so hoch ist zum Hochspringen. Und dann so. Jetzt müsste alles verbunden sein. Yes. Kannst du klettern? Oder kann der da nicht klettern? Hm. Ist eigentlich verbunden. Ja. Ja, Escape, falsche Taste. Kannst du? Ah, ich muss springen vorher, okay. Und schon sind wir im nächsten Level. Und zwar... Ja, da können wir einfach durch. Ich finde es cool, wie sich die 3D-Umgebung mitbewegt.
wenn wir uns da bewegen mit dem, ja, Strichminieren. Oh, wir brauchen den Schlüssel. Na, no. Sieht man mal wieder meine Jump'n'Run-Künste. Ja, nice. Okay. Aha. Und damit können wir jetzt das hier... Ah, okay, das war eine geschlossene Tür. Cool. Und ich kann auch so hin und her schwenken, wenn ich mich bewege. Jetzt müssen wir wieder puzzeln. Wir brauchen einen Schlüssel, also müssen wir das... Ne, wir tun das erstmal nach links. Dann brauchen wir den Schlüssel, deswegen... Also das ist das. Dann das hier. Dann können wir da hier aufspannen und dann... Blöde Sache. So runter, dann so hoch. Ja. Let's go. Schlüssel. Schlüsselu, Schlüssela. Ah, jetzt bin ich ja da unten. Und jetzt da hoch. Erstmal F drücken. Also da oben. Können wir das so verbinden? Nein. Den Schlüssel kriegen. Und dann hier unten aufspannen und... Ah, ich seh's. So. Na, dazu. Das weiter runter. Damit wir... Ach nee, wir können ja hier nicht hochklettern. Ah. So rum. Glaube ich. Dass so umgeht. Wenn wir jetzt da so runter und dann hier... Das war ziemlich unlogisch, aber es sollte funktionieren. Dass wir jetzt hier runterklettern können und dann da oben sind. Ja, perfekt. Und dann droppen wir einfach down und machen die Tür auf und gehen raus. Nice. Sollen wir down droppen? Ich bin ein bisschen krank, als entschuldigt, wenn ich mich manchmal räuspern muss. Ja, sind wir jetzt schon da? Kann man sich da auch? Ne, kann man nicht. Ja. Was machen denn die da links? Ah, es ist ein Kino-Ding sozusagen. Okay. Eine Filmvorführung. Jetzt kommen wir ins Lagerhaus. Oh. Oh, 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 oh. Was müssen wir denn machen? Den Schlüssel kriegen. Okay, dann hier geht's mit einer Leiter raus. Dann denke ich einfach mal, schieben wir es mal wieder nach links, dass wir hier dieses Leiterding nehmen. Da müssen wir also hin. Okay, dann die Leiter. Weg. Dann geht es, geht es. Bitte. Nee, weiter rüber. Dann kommen wir hier hin, müssen da ausweichen, kommen zu der Tür und die Tür bringt uns dann dahin, wo wir das aufspannen können und raus. Ja, perfekt. Bis jetzt ist es ja noch nicht so schwer, aber es ist schon eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen, ja. Oh. Hier ist ja. Wir haben hier ja gar keinen Schlüssel mehr jetzt. Und die Treppen sind hier nicht verbunden. Oh, ich bin ja eine absolute Intelligenzbestie. Ah, jetzt das kann man immer noch nachträglich machen. Das freut mich. So, ja. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von diesen Rädern oder Kreissägen zerstört werden. Habe ich aber erfolgreich gemeistert und somit hätten wir das Level auch schon wieder beendet. Oder den Level, je nachdem. Oh, jetzt wird's kompliziert, glaube ich. Ah, mit dem Schalter können wir also das hier umlegen. Das heißt, wir müssen als erstes... Wir müssen... Ah, okay. In den Schalterraum und mit diesem Ding kommen wir dann zu einem Aufzug. Ist das ein Aufzug? Stimmt, das ist ein Aufzug, oder? Sehen wir ja gleich. Also, da brauchen wir erst einmal den Aufzug hier, dass wir hier überhaupt hochkommen. Weil wir brauchen ja... Nee. Erzähl ich Quatsch. Boah, ich weiß gerade gar nicht.
Ah. Ich probiere gleich mal, ob wir einen Teil auch auslassen können. Ah, das muss dann weiter runter, geht das? Ja. Weil ich denke mir nämlich, dass ich das jetzt verbinde. Hä, kann ich. Achso, da ist ja ein. Scheiße. Kann das nicht damit verbinden, oder? Ja. Na ja, gut, dann habe ich jetzt das Problem erkannt. Nee, doch. Hä? Okay. Ach, das Ding da oben blockiert mich. Verstehe. Und dann von da aus in den Schalterraum wird das Teil aktiviert. Und dann könnte man ja eigentlich schon da runter. Deswegen frage ich mich. Ach so, das ist gar kein Objekt, das dazugehört. Ah. Ja, das ist ein Aufzug. Ganz einfach mit den Tasten WASD zu bedienen. Hey. Ah, der hält sogar dann immer extra an. Schalter. Jetzt geht das Teil da oben weg und jetzt können wir da Sound robben. Und jetzt kommen wir nämlich dahin, wo ich dachte, dass wir das aufbewegen können. War aber nicht der Fall, beziehungsweise ist nicht der Fall. Oh, wo sind wir jetzt? Da. Also wenn ich das richtig sehe, brauchen wir den Schlüssel für diese Tür. Okay. Und müssen gleichzeitig auch... Kann man das auch in die Richtung? Nein, kann man nicht. Dieses komische Teil da hochkriegen. Okay. Dann würde ich erst einmal hier den Schlüsselraum anschließen. Hier den Leiterschützle. Und dann gleich zu diesem Ding hier. Dass wir da ja, zu dem Hebebühnenteil kommen und dann muss ich die Leiter hier damit verknüpfen. Leider. Nicht asozial, dass die Leiter das nicht will. Jetzt. Probieren wir es doch mal aus. Also links, Schlüssel. Dann gehen wir weiter nach rechts. Und so, jetzt sind wir da. Genau, da unten. Legen den Schalter um. Ah, okay, das wobbelt. Das ist so ein Zylinderding. Verstehe. Und jetzt sind wir nämlich auch schon bei der Tür. Und kommen weiter in den nächsten Raum. Okay. Ah, hier sind Trampoline. Cool. Ich dachte schon, was wollen die jetzt von mir, dass ich da runterfalle oder was? Thank you for playing the pedestrian demo. Follow Skodum Arts on social media and subscribe to our newsletter for updates. So wie es aussieht, war es das schon mit dem Spiel. Es ist nämlich nur eine Demo gewesen, weil das fertige Spiel kommt, glaube ich, erst 2017 raus, soweit ich weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einen Eindruck vermitteln, wie das Spiel so sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!